Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja und du bist auf dem Kanal für Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Heute zeige ich euch unser Montessori-Regal von Andreas im Alter zwischen 18 bis 21 Monate für ein Kleinkind. Ich liebe diese Videos, es ist jetzt schon wieder soweit. Einmal im Quartal im Prinzip mache ich so ein Video über die Entwicklung des Kindes und über die Spielzeuge, die diese Entwicklung unterstützen können. Wenn du auch solche Videos machst und dieses Video für dich interessant ist, vergiss nicht mehr die Daumen hoch zu drücken, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen, zu kommentieren und natürlich zu abonnieren, falls du noch kein Abonnent bist. Und noch eine kurze Info für diejenigen, die zufällig auf dieses Video eingeschaltet sind. Ich werde euch heute unser Montessori-Regal zeigen. In einer Montessori-Umgebung wird das gesamte Spielzeug von dem Kind auf einem Regal präsentiert. Es ist ein offenes Regal. Das Kind hat Zugang zu jedem Spielzeug und jedes individuelle Spielzeug hat seinen Platz. Es wird in solchen Körbchen oder auf bestimmten Tabletts angerichtet, so dass das Kind alles an einem Platz hat und gleich ohne Erläuterung loslegen könnte und versteht, was zu tun ist. Falls du Interesse hast, mehr zu erfahren, wie du das alles nach Montessori machst, werde ich ein Video verlinken und da kannst du alles nachschauen und nähere Informationen dazu bekommen. Und wir fangen gleich an mit der ersten Beschäftigung, was Andrea sehr gerne in diesem Alter gemacht hat, sind diese Einsatzzylinder. Das ist eigentlich eine Kopie von dem echten Material, von dem Material, was Marie Montessori selbst entwickelt hat. Und die Einsatzzylinder, die Marie Montessori entwickelt hat, die haben 10 Blöcke. Und das ist eigentlich für Kinder gedacht ab 3 Jahren. Dieses Material kannst du aber bereits deinem Kleinkind präsentieren. Und dieses Material ist super für Hand-Auge-Koordination. Die Hand-Auge-Koordination wird in diesem Alter nun besser und besser. Das Kind hat sehr guten Zangengriff inzwischen. Jedes Montessori-Material hat bestimmte Eigenschaften. Und zwar, dieses Material ist selbstkorrigierend für das Kind. Das heißt, das Kind braucht gar keinen Erwachsenen, um ihm zu sagen, ob er das richtig gelöst hat oder nicht. Das Kind sieht es selbst. Das Kind versteht, wenn er jetzt 4 Zylinderblöcke reingetan hat, zum Schluss passt das eine nicht, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Und das ist das Tolle an dem Material von Montessori. Man muss ja nicht dabei sein, man muss ja nicht dem Kind auf seine Fehler hinweisen, sondern das Kind begreift es und hat einfach Ansporn, das wieder zu versuchen und das wieder richtig zu machen. Probiert mal mit diesem Material, falls ihr Interesse habt. Ich werde alles verlinken, was ich heute zeige, in der Infobox-Beschreibung. Dann könnt ihr selber nachschauen und bei Interesse kaufen. So, was haben wir hier? Nebendran haben wir solche Schrauben. Wir haben gemerkt, dass Andreas sehr großes Interesse hat, irgendwelche Flaschen auf- und zuzumachen. Morgens versucht er immer seine Zahnpaste, die Tube selber aufzumachen, aufzuschrauben. Und irgendwann bekommt das Kind, das Kleinkind, Interesse an solchen Aktivitäten. Um dieses Interesse zu unterstützen, haben wir folgendes Spielzeug für ihn. Zum einen sind es diese Schrauben, Schraubenklötze, ja, die sind ziemlich gut für seine Hände, finde ich super passend. Ich werde das Spielzeug verlinken. Erstaunt euch bitte nicht, dass dieses Spielzeug für Kinder ab 4 Jahre alt ist, ja. Es ist nur ein Teil von dem ganzen Spielzeug. Man könnte daraus auch ein Auto basteln. Ich habe nur diesen Teil entnommen und das für den Zweck, ja, um diese Koordination von der Hand zu üben. Also, wenn ihr merkt, dass euer Kind auch Interesse hat, Flaschen aufzumachen, bietet ihm solche Sachen an und am Anfang bietet das nur in der geschlossenen Form. Zeigt eurem Kind am Anfang, wie das funktioniert. So, wie zeigst du das mit der Schraube? Ganz langsam. Mit 2 Fingern nimmst du die Schraube, drehen, lösen, die Hand wieder drehen. Also in so einem Tempo, ja, so dass das Kind versteht, wie funktioniert das überhaupt, ja, weil manchmal machen sie diese Bewegung, weil sie am Anfang noch nicht verstehen oder nicht
merken, weil wir das schnell machen. Wir machen die Flasche sehr schnell auf. Ja, sie merken nicht, dass wir die Finger lösen und dann wieder umgreifen, um ja, noch eine Drehung zu machen. Alternativ zu diesen Schrauben haben wir noch diese Klötze. Die sind ein bisschen größer. Ja, es ist gleiches Prinzip. Ja, man dreht so lange, bis es aufgeht. Auch sehr charakteristisch für dieses Alter ist ständiges Wiederholen. Das Kind will üben, 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 bis es wirklich der Meister seiner Sache wird. Deswegen ist diese Aktivität eigentlich eine von solchen Aktivitäten, die das Kind stundenlang machen könnte oder sehr lange üben, wiederholen und nochmal üben. Nächste Aktivität ist auch Hand-Auge-Koordination. Das hier sind verschiedene Taschen. Für das Kind ist es super interessant zu üben, die Verschlüsse aufzubekommen. Und hier übt das Kind sehr seine Feinmotorik. Diese Aktivität ist beliebt. Also es war sehr beliebt bei meiner Tochter und es ist jetzt sehr beliebt bei meinem Sohn. Und ich tausche wirklich immer wieder diese Verstecke, ja, so dass es wirklich immer interessant für das Kind ist. Und falls dein Kind zu deiner Tasche greift und Geldbeutel rausholt, dann ist es wirklich eine Aktivität für dein Kind. Und du kannst ihm einfach einen alten Geldbeutel geben mit alten Karten. Ja, das seht ihr hier. Und Andreas erforscht gerne dieses Geldbeutel. Und wir haben hier alte Belege und so weiter, weil er das sehr gerne rausholt, anschaut, ja, wieder zurücksteckt und so weiter. Und er muss es natürlich nicht mit meinem Geldbeutel machen. Probier das mal aus. Da brauchst du null was zu kaufen. Ja, du kannst einfach zu Hause, vor allem bei deiner Oma vielleicht, findest du immer wieder solche ganz süßen Taschen mit verschiedenen Verschlüssen, die das Kind gerne auf und zu macht und ja, entdecken will, was drin ist. Als nächstes haben wir hier die Lieblingsbeschäftigung von Andreas gerade. Er liebt Puzzeln. Momentan ist es einfach etwas, was er ständig macht. Er macht kaum andere Sachen, sondern Puzzeln, Puzzeln, Puzzeln und ich tausche diese Puzzeln. Ja, wir haben jetzt hier momentan Bauernhofpuzzeln, wir haben auch Puzzeln mit Autos, wir haben auch andere Arten von Puzzeln. Ich finde diese Puzzeln mit, aus Holz ganz gut. Ja, die haben diesen Griff, diesen kleinen Griff. Hier kann das Kind wiederum diesen Zangengriff üben und ja, seine wiederum Hand-Auge-Koordination verbessern. Ja, er muss ja Augenmaß haben, er muss verstehen, wie er die Figur drehen soll. Hier kommt wiederum diese Übung von diesen Drehbewegungen, was wir vorher mit den Schrauben geübt haben, weil das Kind muss auch den Puzzle entsprechend drehen, so dass das in die Öffnung reinkommt. Deswegen sind alle diese Aktivitäten unterstützen einander so gesehen und Puzzeln ist ja etwas, was wir sehr lieben. Замок ты уже положил, так? Что еще? Бабочка. Бабочка. Облачко. Облачко. Это мама. Радуга. 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 Получилось? Ты вставил? Там еще не хватает, да? Воздушный шарик. Das Auffädeln. Das ist auch etwas, was ihr am Anfang, bevor das Kind das überhaupt in die Hände bekommt, präsentiert. Das ist eine Sequenz, ja. Wir haben mehrere Griffe. Wenn du irgendwas zeigst, ja, du versuchst die ganze Aktivität in diesen einzelnen Schritten aufzuteilen und jeden einzelnen Schritt deutlich zeigen. Und wie ich vorher bereits erwähnt habe, bitte ohne Wörter. Das Kind kann nicht gleichzeitig schauen und zuhören.
Was haben wir hier noch? Wir haben noch hier Farben. Ich habe gemerkt, also ungefähr, ich glaube, das war ja bereits ab 18 Monaten, hat Andreas Interesse gezeigt, was Farben angeht. Er hat irgendwie Farben aufgeschnappt, wahrscheinlich von der Schwester. Das ist rot, das ist blau, das ist grün. Natürlich wusste er nicht so ganz genau, welche Farbe rot ist und welche Farbe blau ist. Aber er hat angefangen, Interesse zu zeigen und auf die Farben zu deuten. Und in diesem Alter braucht das Kind die Farben nicht zu benennen. Wenn du merkst, dass dein Kind auch Interesse an Farben hat, versuch ihm am Anfang solche Aufgaben zu geben, solche Spiele zu bieten, wo das Kind die Farben erstmal sortieren muss. Es können alle verschiedene Aktivitäten sein. Ich werde auch ein paar in der Infobox verlinken. Ganz zu Beginn habe ich mit Montessori Farbenkasten 1 angefangen. Was Farbenkasten 1 ist und wie man montessorisch Farben lernt, werde ich vielleicht in einem anderen Video erklären. Ich glaube, es ist gut, so ein Video zu machen, wie man überhaupt dem Kind Farben Nähe bringt. Man bringt das dem Kind nicht bei, sondern man unterstützt dieses Interesse, was das Kind hat. Was wir hier haben, sind so Bauklötze und die sind perfekt von der Größe her. Und Andreas mag die Türme daraus zu bauen. Und die Aufgabe ist natürlich, diese Bauklötze auf den richtigen Filz zu legen, farblich, ne? Farblich das zu sortieren. Und wenn er mag, kann er natürlich noch Türme bauen. Und was noch ganz wichtig ist, ich habe es vergessen zu erwähnen, du brauchst am Anfang nur diese Grundfarben. Damit fängst du an. Blau, Rot, Gelb, das sind quasi die Primärfarben und die anderen Farben sind Sekundärfarben. Zum Beispiel Orange bekommst du, wenn du Rot und Gelb zusammenmischt, ja? Oder wenn man Gelb und Blau zusammenmischt, bekommt man Grün. Und mit diesen Farben fängt man in Montessori zumindest an. Und solange das Kind diese Grundfarben nicht beherrscht, würde ich dem Kind keine weiteren Farben einführen. Außerhand-Auge-Koordination, die sehr stark hier auf diesem Regal präsentiert wurde. Ist das Kind in diesem Alter total an die Sprachentwicklung interessiert? Die Sprache explodiert, ja, da kommen jeden Tag neue Wörter. Bei uns ist es wirklich wie im Wasserfall. Aktivitäten, die dieses Interesse unterstützen, sind alltägliches Reden, 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 Lieder singen, kleine Gedichte, kleine Verse. Ich mache noch ein zusätzliches Video zur Sprachentwicklung und wie man montessorisch das angeht. Dazu werde ich noch kurz erwähnen, dieses Material, was wir hier haben, das sind die Karteikarten und Objekte, die das Kind dann zueinander matchen soll. Natürlich Bücher, ja. Jetzt habe ich noch so ein Buch für ihn gekauft. Sein Interesse liegt voll an Fahrzeugen, Autos, Bagger, alles was Fahrzeuge betrifft. Und jetzt habe ich ihm dieses Buch geholt, ja, mit verschiedenen Fahrzeugen. Das ist von Wieso, Weshalb, Warum. Wir lieben diese Bücher, ja. Wir haben hier das Buch auch Formen. Ja, es kann sein, dass dein Kind auch Interesse hat an Formen, ja, neben Farben. Bei uns sind die Farben noch nicht so weit. Was wir noch gerne machen in diesem Alter, sind die Bücher, wo man irgendwas suchen muss. Ja? Das sind diese, wo du hier Gegenstände hast und die musst du dann im Bild entsprechend finden. Genau, und das ist etwas ähnlich in einem größeren Format. Ja? Was wir hier noch haben, so ein Buch, Wohin mit dem Wut. Das ist natürlich auch interessant für das Alter mit Trotzanfällen und Wutanfällen. Und wir haben noch dieses Buch mit Farben. Ja, das ist etwas, was wir auch gerne anschauen. In diesem Alter haben die Kinder Interesse, kreativ zu sein. Deswegen versuch deinem Kind, die verschiedenen Sachen zur Verfügung zu stellen. Sei es Play-Doh, sei es zum Malen, also bunte Stifte oder die Farben oder Knete oder kinetischer Sand. Momentan ist es alles auf dem offenen Regal. Andreas ist jetzt im Prinzip in dem Alter, wo er freien Zugriff zu den Sachen hat und ich bin okay damit. Und er kann sich frei entscheiden, was er gerade machen möchte. Möchte er malen, möchte er kneten, möchte er mit Farben malen oder mit den Stiften. Und dadurch, dass wir einen offenen Raum haben, habe ich ihn immer im Blick und ich kann sehen, wenn er irgendwie anfängt,
zu malen oder möchte gerne malen, dann komme ich dazu und unterstütze ihn. Aber dadurch, dass es jetzt offen ist, kann er freiwillig entscheiden, was er gerade tun möchte. Dadurch, dass die Entwicklung der Grobmotorik so im Gange ist, ja, der hat gelernt zu laufen, er hat gelernt zu klettern, er hat inzwischen versucht, zu springen, der möchte nicht am Platz sitzen, der möchte sich bewegen, der möchte seinen Körper bewegen und neue Herausforderungen finden. Deswegen sehr, sehr gute Aktivitäten, unterstützend für dieses Alter, sind Aktivitäten des täglichen Lebens oder Aktivitäten des praktischen Lebens. Das sind auch Aktivitäten aus Montessori-Pädagogik. Das sind alle Aktivitäten, die du auch zu Hause machst. Und du versuchst einfach als Mama oder als Papa, ja, dein Kind in diese Aktivitäten zu involvieren. Das Kind wird sich total freuen, wenn er dir helfen darf. Ja, es wird sich freuen, wenn er dabei sein darf und die Waschmaschine B oder entladen darf. Er wird sich freuen, wenn er dir helfen darf, die Spülmaschine auszuladen und so weiter. Und falls du Ideen brauchst, wo genau du dein Kind involvieren kannst, werde ich ein Video von mir verlinken, wo ich euch 13 verschiedene Ideen zeige. Ich werde noch ein neues Video zu diesem Thema machen, bereits für ein älteres Kind. Aber die Aktivitäten, die in diesem Video gezeigt wurden, macht Andreas natürlich jetzt auch. Und das ist etwas, was du mit deinem Kleinkind im beliebigen Alter machen kannst. So, ich glaube, das Video ist super lang geworden. Ich hoffe, das war informativ und vielen Dank, falls du bis hierher geschafft hast. Falls du Interesse hast, ähnliche Videos zu sehen, setz mir den Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Ich verabschiede mich. Habt eine schöne Woche. Tschüss.